Der Herr gib ihr die ewige Ruhe und das ewige Licht leucht ihr. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut, Clara. Mach's gut. Tschüss. Ein Quatsch, alle. So, Klischee hin oder her, ich bestelle mir jetzt saure Gurken. Entschuldigung? Ach du Scheiße. Ober! Scheiße. Na toll, ist mir die Fruchtblase geplatzt. Ist ja peinlich. Das ist nicht peinlich, das ist eine Geburt. Zwischen Tod und Empfängnis, nicht als Bedrängnis da. Du frisst doch, du Doofe. Ja? Ach, Männer, das ist mir ja vom Eiser befreit, ist unser Bolognese. So Quatschi. Quatschi, Quatschi. Mhm. Ach, da ist er ja. Wie ist denn das? Wer röstet? Weißt du, wer röstet, der rastet. Nein, wer? Das hast du aber fein gemacht. Jetzt gehen wir aber ganz schnell runter. Das heißt doch anders. Wer rastet, der röstet. Nein. Wer röstet, der rastet. Wer rastet, der rastet, der rostet. In der Hölle, in der Hölle. Bin gleich wieder da. Ja. Wie hieß denn das aus dieser Biene? Ja! Oder Maria? Scheißegal. Würdest du nicht zu meiner Hochzeit kommen? Kommt drauf an, wen du dir einfängst. Aber war ja sauteuer, die Kneipe eben. Ich bin nicht mal blau. Wo treiben sich seine Eltern rum? Markus sagt, die überwintern auf den Seychellen und lassen schön grüßen. Papa! Nein! Gerade unten lang, blöd wie ich bin, hätte ich dich aufgefangen. Du. Du. Ein spätes Mädchen. Ja, ja. Trug eine meerblaue Hose. Ah, sie hat sich schrecklich. So. So ungefähr. Felix, gibt's doch nicht. Wo kommst du denn her? Aus der Firma. Ich wollte mich hier gerade umziehen. Hallo. Ich bin der Senior. Das ist Hans, mein Vater. Ich hau gleich wieder ab. Ernsthaft? Ernsthaft. Macht in Ruhe euer Ding. Wir können auch wenigstens noch zusammen essen, wo du schon mal hier bist, oder? Nein, nein. Ich will euch keine Umstände machen. Komm schon. Die Zeit muss sein. Von wem sind eigentlich die Zeichnungen hier? Von mir. Echt? Hm. Und wie steht's denn mit Insolvenz? Ich mach mir doch nicht vor aller Welt zum Horst. Ja, aber habt ihr das denn mal ausgerechnet? Ich meine, die meisten wissen gar nicht, was Insolvenz für eine Chance... Felix! Lass es. Von mir aus kannst du eine haben. Danke. Die habe ich früher wie ein Besessener gekritzelt.
Sag mal, bist du bescheuert? Fragt sich, wer hier bescheuert ist. Hätte ich erwischen können. Du hast mir das Wild verscheucht. Wildschweine. Der Wind steht günstig. Sie bemerken uns nicht. Aber das Allerwichtigste ist, dass man eins erwischt. Das willst du. Das willst du unbedingt. Und wenn du es dann geschossen hast und getroffen, dann schweigt diese Gier für einen Moment. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wie das damals losging nach der Wende mit der Firma? Ich weiß noch, wie du immer in dieser Telefonzelle standst. An der Ecke. Ja. Deine Mutter nannte diese Zelle immer nur mein Büro. Du solltest mal wieder nach deinem Mädel schauen. Die wird mir jetzt den Kopf abreißen. Junge, Junge. Schöne Frau. Schönes Auto. Shanghai. Kann man als Vater nur stolz sein.